Herzlich willkommen bei Schöffen TV. Straftaten, die im Internet begangen werden, beschäftigen die Gerichte und insofern natürlich auch die Schöffinnen und Schöffen an den Gerichten. Schöffen TV trifft heute einen der profiliertesten Strafverfolger von Straftaten im Internet. Herzlich willkommen bei Schöffen TV. Oberstaatsanwalt Dr. Benjamin Krause. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Schöffen TV, Herr Dr. Krause. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ihre Dienststelle heißt ja ZIT. Vielleicht können Sie erklären, was macht die ZIT und was ist Ihre persönliche Aufgabe dort? Ja, die ZIT ist die Abkürzung für Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Man könnte also kurz sagen, die Zentralstelle für die IT-Kriminalität. Und da kommt auch diese Abkürzung her, die ZIT. Wir sind die Zentralstelle der hessischen Staatsanwaltschaften und eben nur zuständig für den großen Bereich der Internetkriminalität. Uns gibt es seit 2010 und seit einigen Jahren bin ich hier der stellvertretende Leiter der ZIT. Und ich glaube, Ihr Sachgebiet ist, glaube ich, ein ganz spezielles in der ZIT, nämlich welches? Mein spezielles Sachgebiet, wir nennen das verschiedene Teams, die wir haben, ist das Team Hate Speech, also alles, was mit Hasskriminalität im Internet, auf sozialen Netzwerken und sonstigen Plattformen zu tun hat. Daneben haben wir in der ZIT aber auch noch drei andere Teams. Und zwar einerseits das Team Cybercrime im engeren Sinne, also alles, was mit Schadsoftware-Attacken oder Missbrauch des Online-Bankings zu tun hat. Das Team Kinderpornografie im Internet und sexueller Missbrauch von Kindern im Internet. Sowie das Team Darknet, was sich mit also der klassischen Marktplatzkriminalität befasst, die also illegale Waren oder illegale Dienstleistungen in den Blick nimmt, wie Drogenhandel, Waffenhandel, Falschgeldhandel und das eben im Darknet. Das sind also diese vier Teams, die wir haben: Cybercrime, Kinderpornografie, Darknet und eben als neuestes Team Hate Speech. Und Ihr Schwerpunktthema ist, glaube ich, das Thema Hate Speech in der Tat, ne? Genau, das ist mein Schwerpunktthema. Seit Mitte 2019 kümmere ich mich fast ausschließlich um das Thema Hate Speech in allen Facetten, die eben strafrechtlich damit zu tun haben. Einerseits mit dem Aufbau und der Umsetzung des Aktionsprogramms der hessischen Landesregierung, aber auch in der Kooperation, und das ist aus meiner Sicht etwas ganz Besonderes, in der Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Partnern. Jetzt geistert ja der Begriff Hate Speech leider, muss man ja sagen, also fast jeden Tag durch die Medien, zu Deutsch Hassrede. Können Sie mal genauer eingrenzen, also was verstehen Sie als Strafverfolger unter Hassrede oder Hate Speech? Was ist das genau? Da gibt es gar keine genaue Definition. Es gibt sogar Fachliteratur, rechtswissenschaftliche Literatur, die gerade versucht hat, diesen Begriff zu definieren und gesagt hat und zum Ergebnis gekommen ist, es gibt nicht die eine Definition, sondern also zumindest in dem strafrechtlichen Bereich. Wir sehen es so, Hasskriminalität im Internet setzt immer strafrechtlich an gewissen Straftatbeständen. Also der Gesetzgeber muss gesagt haben, ein gewisses Verhalten ist strafrechtlich relevant. Das kann Beleidigung sein, das kann Bedrohung sein, das kann aber auch Gruppen betreffen und dann Volksverhetzung eben sein, öffentliche Aufforderungen zu Straftaten, Billigen von Straftaten. Also einen ganzen Strauß, kann man sagen, von Straftatbeständen kommen da in Betracht. Und die werden eben zusammengefasst dadurch, dass Äußerungen in sozialen Netzwerken oder im Internet auf Plattformen getroffen werden, dass also etwas geschrieben wird, etwas gepostet wird, etwas getwittert wird, wie man so schön sagt. Das fassen wir alles zusammen. Es gibt aber für uns keine quasi abschließende oder abgrenzende Definition, sondern unsere Anknüpfungspunkte sind dann immer die Straftatbestände. Ist diese fehlende Abgrenzung auch das, was es juristisch dann am Ende so schwierig macht? Also wenn wir jetzt mal aus Schöffenperspektive gucken, aus Gerichtsperspektive, ist gerade das auch das, was immer diese Einzelfallprüfung dann notwendig macht?
Ja, natürlich. Strafrecht ist ja immer nur ausgerichtet auf den jeweiligen Einzelfall. Das ist ja auch gut so. Aber das Schwierige oder ich würde es benennen, das Aufwendige in unserer Arbeit bei Hate Speech ist eben, dass wir nicht einfach immer sagen können, ja klar, das ist diese Äußerung ist strafbar, weil sie fällt unter irgendeine Kategorie, so wie quasi ein Diebstahl, wenn ich jemandem etwas wegnehme, relativ klar ist. Es ist einfach so, und das ist auch vollkommen richtig, es gibt bei uns in Deutschland grundrechtlich geschützt die Meinungsfreiheit. Und bei jeder Meinung, die man äußert, muss man immer dann eben gucken, kommt die Meinungsfreiheit hier in Betracht? Und man muss das also bei der strafrechtlichen Würdigung berücksichtigen. Und das macht es, man könnte sagen, so schwer. Ich würde sagen, das macht es so aufwendig, dann jeweils im Einzelfall zu gucken, ist das strafrechtlich relevant, ja oder nein? Aber genau das ist auch richtig so, weil wir wollen ja gerade nicht hier aus strafrechtlicher Sicht als quasi Meinungspolizei tätig werden, sondern wir orientieren uns ausschließlich an den Straftatbeständen, egal aus welcher politischen Richtung beispielsweise Äußerungen getroffen werden. Es gilt nur der Straftatbestand, der wird mit der Meinungsfreiheit zusammengefasst. Es gibt eine Abwägung im Einzelfall und dann eine Entscheidung von uns. Würden Sie sagen, dass es bestimmte Schwerpunkte oder sagen wir mal Trends gibt unter diesen verschiedenen Straftatbeständen, die Sie eben genannt haben? Also ich würde sagen, es gibt, wenn man jetzt den großen Bereich von Hassrede im Internet nimmt, dann gibt es zwei ja, Schwerpunkte oder zwei wesentliche Kategorien. Die eine Kategorie ist quasi so die persönliche Beleidigung, der persönliche Angriff, der eine Person ganz individuell treffen soll. Da kommen dann natürlich genau diese Straftatbestände in Betracht, Beleidigung, Bedrohung. Und auf der anderen Seite gibt es auch so diese Kategorie, die dann zu anderen Straftaten auffordert, die also Hass schüren will oder zu Gewalttaten quasi aufruft. Und da kommt dann eher Volksverhetzung in Betracht oder das Aufrufen zu Straftaten oder wie wir in dem Komplex Hasskommentare zum Nachteil von Dr. Walter Lübcke gesehen haben, auch die Billigung schon von begangenen Straftaten. Man kann also diese zwei Kategorien in etwa so zusammenfassen, dass es entweder quasi so der persönliche, individuelle Angriff ist und auf der anderen Seite eher so der Angriff gegen Gruppen, der quasi weitere Ziele hat, weitere Straftatbestände quasi so in den Blick nimmt. Würden Sie sagen, dass für diese Straftaten, die da über die sozialen Plattformen begangen werden, dass die Anonymität, also das Begehen dieser Straftaten im besonderen Maße fördert? Es gibt ja auch zurzeit eine Diskussion, also ob Facebook sozusagen sich nicht einfach die Ausweise vorlegen lassen muss. Also das heißt, wer sich ein Profil dort einrichtet, muss den Ausweis vorlegen. Also wie sehen Sie das? Ja, das ist ein heißes rechtspolitisches Eisen gerade. Und wir haben es bislang immer so gehalten, dass wir uns sehr zurückhaltend nur zu rechtspolitischen Themen äußern. Wir haben es immer so gehalten, dass wir aus unserer Erfahrung quasi der Strafverfolgungsbehörden berichten. Und da kann ich Ihnen sagen, natürlich ist es so, dass es diese gewisse Anonymität im Internet gibt. Das ist ja aber auch nicht neu. Und wir sind mit unserer Dienststelle ja schon seit 2010 hier so eingerichtet. Und wir haben immer wieder gesehen, dass wenn es Änderungen gab und Personen, ich würde jetzt auch sagen eben Täter, dann es drauf anlegen auf Anonymität, dann werden die jede Möglichkeit, die der Gesetzgeber schafft, natürlich versuchen wollen zu umgehen. Ich glaube, diese rechtspolitische Forderung oder diese Überlegung, die es da gibt, diese Klarnamenpflicht im Internet einzuführen oder diese Ausweispflicht im Internet einzuführen, die wird natürlich auch dann wieder umgangen werden können von den Tätern, die es bewusst darauf anlegen. Die anderen, denen es quasi, naja, egal ist oder die ganz bewusst sagen, natürlich will ich hier mit meinen Klarpersonalien im Internet aktiv sein. Die wird man dann eventuell leichter identifizieren können. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch richtig. Gibt es denn eigentlich diese vollkommene Anonymität im Netz? Also ich habe als technischer Laie mir immer vorgestellt, dass man über eine, glaube IP-Adresse heißt es, doch immer zurückverfolgbar ist. Ist es so oder irre ich mich da?
Naja, man kann es so vielleicht allgemein sagen, die Anonymität, die vollständige Anonymität kann man schon schaffen, wenn man besonders technisch versiert ist, wenn man vor allen Dingen nie irgendwo auch nur einen Fehler gemacht hat. Und genau darauf sind wir in unseren Ermittlungen natürlich aus, dass wir versuchen, diese Fehler, die entweder technisch oder in der Benutzung von verschiedenen Tools gemacht wurden, dass wir die finden. Das ist quasi, ja, man kann das ja vergleichen so mit diesem Hase- und Igel-Vergleich. Ich vergleiche es eher immer mit einem Sportvergleich, quasi so beim, ich bin selbst Fußballer, wenn ich mir so vorstelle, als unterklassiger Verein im DFB-Pokal spiele ich gegen den höherklassigen Verein, dann habe ich wenige Torchancen, aber diese Torchancen, wenn ich gewinnen will, muss ich eben nutzen. Und genauso diese Chancen, die wir haben, die versuchen wir dann zu nutzen. Wenn der Gegner quasi einen Fehler gemacht hat, dann müssen wir diese Torchancen nutzen. Natürlich ist es so, da gebe ich Ihnen recht, es gibt schon eine sehr, sehr einfache Möglichkeit im Internet anonym oder zumindest pseudonym unterwegs zu sein. Natürlich ist das so. Und ich habe nach den vielen Jahren hier jetzt die Erfahrung gemacht, dass diese, ja, vorgebliche Anonymität auch vielen Menschen eher dazu, ja, verleitet, dass sie gewisse Hemmschwellen eben nicht für sich akzeptieren. Gerade im Bereich von Hate Speech im Internet habe ich das Gefühl, dass diese Anonymität eher dazu führt, dass Personen Grenzen überschreiten, die sie vielleicht im realen Leben eher so nicht überschreiten würden. Wenn jetzt jemand, sagen wir ruhig Facebook, jemand anders beleidigt, können Sie mal eine Vorstellung davon geben, also was passiert dann oder wie kommt ein Ermittlungsverfahren in Gang? Also ich beleidige jemanden im Internet und dann muss ja der erste Schritt wahrscheinlich sein, dass mich jemand anzeigt, ne? Wie geht es dann weiter? Ja, wenn ich ganz am Anfang ansetzen darf, genau das ist momentan im Fluss. Bislang brauchten wir es immer so, dass jemand es sieht, dass jemand es meldet oder anzeigt bei der Polizei oder auch bei der hessischen Meldeplattform Hessen gegen Hetze.de. Dort gibt es ja eine eben besonders einfache und niederschwellige Möglichkeit. Das ist richtig. Es muss also erstmal zu uns kommen, wie ich immer sage. Aber auch da hat der Gesetzgeber jetzt nachgebessert und ab dem Februar nächsten Jahres wird es eine Meldepflicht für Facebook und die anderen sozialen Netzwerke geben. Das heißt, eine Pflicht, dass diese Netzwerke unter verschiedenen Voraussetzungen diese strafrechtlich relevanten Äußerungen melden müssen an das Bundeskriminalamt als polizeiliche Zentralstelle. Das heißt, da ist jetzt also Bewegung drin. Es wird dort wesentlich mehr an Aufkommen geben bei den Strafverfolgungsbehörden. Wir sind nicht mehr nur angewiesen auf die Anzeigen, auf die Meldungen von Privatpersonen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, also eigentlich zu meiner persönlichen Lieblings- oder Hauptfrage heute. Ich habe mich immer so ein bisschen darüber gewundert, also wenn ich vor 30 Jahren einen, sagen wir mal, extremistischen Leserbrief geschrieben habe an den Spiegel oder an den Stern, dann konnte man davon ausgehen, dass der mit hundertprozentiger Sicherheit nicht veröffentlicht wurde. Warum? Weil die Chefredaktion nämlich gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir das veröffentlichen. Heute ist es ja so, dass eigentlich sekündlich in den sozialen Medien Dinge veröffentlicht werden. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir uns alle auch schon so ein bisschen dran gewöhnt haben. Ich stelle mir da die Frage, ist das nicht eine Umkehrung der Gesetzmäßigkeiten gewesen, dass sozusagen alles erstmal veröffentlicht werden darf? Und jetzt, ich glaube, Facebook hat in Deutschland 35 Millionen Nutzer, jetzt 35 Millionen Nutzer sozusagen Chefredaktion spielen müssen. Das ist doch eigentlich, Facebook gibt es, glaube ich, seit 2004, das ist doch eigentlich höchste Zeit, dass diese Pflicht zur Redaktion wieder den Plattformen auferlegt wird, oder? Boah, das ist eine unglaublich schwierig zu beantwortende Frage und betrifft ganz viele Facetten des gesellschaftlichen Zusammenlebens, angefangen davon, dass unsere ganze Gesellschaft sich umwälzt, dass immer mehr Leben verlagert wird in das Digitale, wir im Internet alles Mögliche machen. Das hat ja alles keinen strafrechtlichen Schwerpunkt. Ich würde mich also gerne konzentrieren, quasi, was das für Auswirkungen hat dann auf die Strafverfolgungsbehörden. Und natürlich, wenn ich an Ihrem Beispielsfall jetzt bleibe, wenn jemand einen Leserbrief
selbst dann veröffentlicht bekommen hat bei einer Zeitung beispielsweise vor 30 Jahren oder bei einer Wochenzeitschrift, Ja. dann war klar, an wen wir uns als Strafverfolger wenden konnten, nämlich an die Redaktion, die diesen Brief veröffentlicht hat. Und wir hatten unsere Mittel dann auf Grundlage der deutschen Strafprozessordnung, um die Beweismittel, die wir gebraucht haben, entweder herauszuverlangen oder zur Not mit Zwang uns zu holen durch Durchsuchungen, Beschlagnahmemaßnahmen beispielsweise. Genau das ist auch eine Umkehrung in unserer Arbeit, weil keiner weiß, die Unternehmen legen es nicht offen wie Facebook und Co., wo die Daten gespeichert sind, die wir brauchen, um beispielsweise dann den Urheber einer Äußerung auf Facebook zu identifizieren. Ist es in den USA? Ist es in Irland? Keiner weiß es so genau und deswegen können wir das auch nicht erzwingen. Ich kann keine Polizei in das Facebook-Haus in Frankfurt schicken, um dort einen Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken. Wir sind also auf die freiwillige Kooperation der Unternehmen angewiesen, wie Facebook und Co., die eigenständig entscheiden, ob und wie sie mit uns als Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wollen. Das hat also die Konsequenz, dass ich immer wie ein Bittsteller zu Facebook gehe und sage, bitte, bitte, gebt ihr mir bitte die Daten, damit ich den Nutzer XY identifizieren kann. Und dann sagt Facebook, na, da gucken wir erst mal, um was es geht. Und entweder vielleicht kriegst du es, vielleicht auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich und aus meiner Sicht auch keinen klaren Kategorien unterworfen. Und für Strafverfolger wie mich gibt es nichts, was schlimmer ist als Unklarheiten Ja. und keine rechtlich klar geregelten Maßnahmen. Weil wir reden über Strafrecht, wir reden über Eingriffsmaßnahmen, Eingriffsbefugnisse. Und da wäre es aus meiner Sicht zwingend notwendig, dass Klarheit besteht, welche Daten wir unter welchen Voraussetzungen natürlich nur in welchen Fällen bekommen. Das ist derzeit völlig ungeregelt. Es gibt auf Ebene der EU verschiedene Ansätze, das zumindest für Europa zu regeln, unter den Stichworten e-Evidence, also elektronische Beweismittel oder Digital Services Act. Und genau das ist der Punkt, der aus meiner Sicht überfällig ist. Wir brauchen eine europaweite, klare Regelung, wie Strafverfolgungsbehörden mit diesen sozialen Netzwerken, ja, sich auseinandersetzen können und eben nicht wie Bittsteller einfach darauf hoffen, dass sie mehr oder weniger etwas, ja, geschenkt bekommen. Wird denn dieses neue Gesetz diese Unklarheit regeln? Können Sie noch mal erläutern, wie dieses neue Gesetz heißt, was da kommt? Also es gibt auf europäischer Ebene gibt es zwei unterschiedliche Ansatzpunkte. E-Evidence ist das eine und Digital Services Act ist das andere. Das sind also ganz große europäische Gesetzgebungsvorhaben, die auch schon seit E-Evidence beispielsweise mehreren Jahren diskutiert werden. Und ja, wie so oft ist es so, dass man natürlich einen Kompromiss finden muss und es deswegen relativ lange dauert. Unter E-Evidence hat sich die Europäische Kommission vorgestellt, dass es Staatsanwaltschaften in allen EU-Ländern ermöglicht wird, unmittelbar an diese sozialen Netzwerke heranzutreten, unabhängig davon, in welchem europäischen Land sie jetzt ihren Sitz haben und sie ihre Datenspeicherung haben, damit einfach diese Abfragen schneller gehen. Weil derzeit ist es so, wenn ich als Strafverfolger in dem Bereich tätig bin, kann ich natürlich nur in Deutschland hier auf der Grundlage der deutschen Strafprozessordnung Ermittlungsmaßnahmen durchführen und nicht beispielsweise in England, Irland, Frankreich, wo auch immer oder in den USA, sondern muss die dortigen Strafverfolgungsbehörden im Wege der internationalen Rechtshilfe um Unterstützung bitten. Und das ist ein, ja, sehr, sehr aufwendiger, sehr, sehr langwieriger Prozess, der vor allen Dingen noch eine zusätzliche Voraussetzung hat. Es muss in diesen klassischen Rechtshilfefällen immer eine beiderseitige Strafbarkeit geben. Und genau das ist, wenn die Meinungsfreiheit betroffen ist, beispielsweise in den USA eben nicht der Fall. Also es gibt in den USA ein ganz anderes Verständnis von Free Speech, also von freier Rede, auch von Freedom of Speech, also der Freiheit, seine Meinung zu äußern. Und diese Meinungsfreiheit dort, die ist von dem Grundsatz her eben durch Meinungsfreiheit geschützt und nicht wie in unserem System auf Grundlage des Grundgesetzes
auch durch strafrechtliche Tatbestände, die die Meinungsfreiheit einschränken. Das kennen also beispielsweise die US-amerikanischen Behörden gar nicht. Und deswegen schaffe ich es überhaupt nicht, im Wege der internationalen Rechtshilfe von den Amerikanern dann Facebook verpflichten zu lassen, mir Daten zu geben. Das ist schlichtweg nicht möglich auf Grundlage der unterschiedlichen Rechtssysteme. Das war jetzt ein sehr, sehr großer Ausflug, aber deswegen ist aus meiner Sicht es ebenso zwingend notwendig, dass man diese europäische Lösung findet. Es gibt noch eine andere rechtspolitische Überlegung, das ist das sogenannte Marktortprinzip, dass man sagt, als deutscher Gesetzgeber beispielsweise, wenn Facebook die Dienste oder auch alle anderen sozialen Netzwerke, wenn die ihre Dienste in Deutschland anbieten, ja, dann haben sie sich doch nach den deutschen Regelungen, nach dem deutschen Recht zu richten. Das ist ein relativ einfacher und spontan ja sinnvoll klingender Ansatz, Marktortprinzip, aber eben ein Ansatz, der nur sehr, sehr schwer mit den europäischen Grundfreiheiten zu vereinbaren ist. Und deswegen gibt es diesen Ansatz eben nicht bislang, sondern eher diesen Ansatz, es auf europäischer Ebene zu lösen und dabei insbesondere auch die amerikanische Seite mit einzubinden, damit eben diese Klarheit eingeführt wird, wie können die Strafverfolgungsbehörden mit den sozialen Netzwerken Daten austauschen. Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt jetzt, um in der Zukunft diese ganzen Phänomene wie Hate Speech wirklich effektiv angehen zu können. Das heißt, um es nochmal klar zusammenzufassen, per heute ist es so, wenn ich Straftaten auf Social Media begehe, also meinetwegen eine Beleidigung, dann stehen die Chancen noch ganz gut, dass ich da irgendwie als Straftäter davonkomme. Ja, also wenn wir unsere Verfahren, die wir jetzt geführt haben, das sind mehrere tausend Ermittlungsverfahren jetzt in den letzten 2 Jahren, wenn wir das so zusammenfassen, dann kann man sagen, ohne diese verpflichtende Kooperation schaffen wir es in etwa, jeden dritten Tatverdächtigen zu identifizieren. Ich sage dann immer, naja, immerhin jeden dritten, aber natürlich ist das, so offen muss man ja sein, ja, ehrlich gesagt, keine besonders effektive Art der Strafverfolgung. Man kann es natürlich auch so ausdrücken, dass man das eben bei 2 Dritteln gerade nicht schafft. Und da soll dieser Ansatz, da soll auch das neue deutsche Gesetz gegen Hasskriminalität immer jeweils ein Schritt sein, um das zu verbessern und um das effektiver ausgestalten zu können. Ich habe so das persönliche Gefühl, dass wir immer noch am Anfang stehen, aber dass jetzt mehrere Schritte schon vorbereitet sind und dass es in Zukunft immer besser gehen wird, auch effektiv gegen dieses, ja, Kriminalitätsphänomen vorgehen zu können. Wenn wir jetzt mal so einen Ausblick in die Zukunft wagen, was würden Sie als Strafverfolger jetzt sagen? Also wie gut sind Sie, Ihre Abteilung oder wie gut ist der Staat oder wir alle gerüstet im Kampf gegen Hate Speech? Also wenn wir jetzt mal sagen, personell, finanziell, technisch, gesetzgeberisch, wo stehen wir heute und wo müssen wir hin? Ja, also ich denke, organisatorisch sind die Strafverfolgungsbehörden der Länder schon jetzt auf einem guten Weg, weil es in vielen, vielen Bundesländern spezielle Stellen dafür gibt. Sie sind extra eingerichtet worden, beispielsweise staatsanwaltschaftliche Zentralstellen für diesen Bereich der Hasskriminalität im Internet. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass diesem Thema eben auch eine gewisse Priorität gegeben wird, die wir auch in unserer heutigen IT- und Informationsgesellschaft einfach auch brauchen, um diesem großen Phänomen mit dieser Priorität auch, ja, begegnen zu können. Auf der anderen Seite, gesetzgeberisch ist es so, es gibt jetzt bald nächstes Jahr Februar diese Meldepflicht, dass Facebook und Co. an das BKA dann diese strafrechtlich relevanten Äußerungen melden sollen. Aber was es nicht gibt, ist eben eine gewisse Art von Vorratsdatenspeicherung für die IP-Adressen, die Facebook und Co. dann an das BKA ausleiten. Und da stellt sich mir schon die Frage, warum soll Facebook und Co. eine IP-Adresse an das Bundeskriminalamt ausleiten, wenn es bei uns in Deutschland überhaupt keine Speicherverpflichtung für diese IP-Adressen gibt? Bei uns in der Praxis der Strafverfolgungsbehörden ist es deswegen so, dass diese IP-Adressen, die ja mit viel Aufwand dann verarbeitet werden, ja oft wertlos sind, weil wir eben
aus datenschutzrechtlichen Gründen, aus europarechtlichen Gründen derzeit davon absehen, diese IP-Adressen so speichern zu lassen, dass wir dann auch durch eine Anfrage bei den Telekommunikationsunternehmen wie beispielsweise der Deutschen Telekom oder Vodafone oder wem auch immer dann fragen können, ja, welchem Kunden hast du denn diese IP-Adresse gegeben? Und das ist eben derzeit, ohne auch da wieder eine klare gesetzliche Regelung zur Speicherung, eben so, dass man manchmal das Glück hat, dass gerade noch was gespeichert ist oder manchmal nicht. Und auch da ist es wieder so diese Unsicherheit, die unsere Arbeit eben unglaublich behindert. Das ist etwas, was, glaube ich, gesetzgeberisch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig wäre, dass wir unsere Hausaufgaben in Deutschland quasi erstmal machen und dann schauen, was es für europarechtliche Regelungen dann geben könnte. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Fülle von ja, sehr dichten Informationen. Ich glaube, das ist für alle Schöffen, die ja diese Fälle dann teilweise auch sozusagen auf den Tisch bekommen, ganz wichtig, sich mit Kriminalität im Internet auch zu beschäftigen. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Krause. Ich danke Ihnen.